Unser heutiger Gast ist Saskia Stäuble. Sie vertreten Positive Music Power. Was das ist, ich würde sagen, wir schauen zuallererst einmal eine kurze Sequenz aus einem neuen Musikclip, den sie mitgebracht hat. Du bist ein kleiner Globetrotter. Absolut, ja. Ich lebe aus dem Koffer seit 10 Jahren. Wo bist du denn überall gewesen? Wo sind deine Wege angegangen? Und was war vor allem der Wegweiser gewesen? Ist das die Musik gewesen? Also, seit ich mich entschieden habe, wirklich Musik zu machen und meinem Traum zu folgen, Sängerin zu sein und auch meine Ziele zu erreichen, bin ich wirklich so ein bisschen auf der ganzen Welt unterwegs. Und die Musik ist wie mein Leitfaden. Also, dort, wo mich die Musik anruft, da gehe ich. Egal, ob sich das jetzt lohnen finanziell oder nicht, es ist ein Calling. Also ich folge meinem Herzen, das, was es mir sagt, das mache ich. Und zuhören meinem Herzen tue ich durch Meditation und durch viel Selbstreflexion, zum Beispiel auch im Wald laufen, mit viel Alleinsein mit mir selber. Nur so höre ich auch, was ist wirklich der nächste Schritt in meiner Musikreise. Aber da bist du nicht ganz allein, du hast sehr gute Hilfe nebenan. Man muss ja dann trotz der Naturverbundenheit das alles auch digitalisieren können. Genau. Genau. Ja. In der heutigen Zeit sowieso. Genau, der Michael Odermatt, der Mikey, ist Pianist, der musikalische Teil und auch so ein bisschen der. Er hat sehr gerne die digitalen Sachen, eben Musikvideos drehen, Reels machen zum Glück, Webseiten ausprobieren, was kann man als nächstes machen. Also er, ich sage immer, er ist der schlaue Teil von Dust of Soul und ich bin der emotionale Teil, der emotionale Teil von Dust of Soul. Und zusammen bringen wir das eben auf den Boden, ungefähr so. Auf eine positive Power. Auf positive Power, ja, absolut. Wunderbar. Kommen wir noch mal schnell in den Clip rein. Saskia, was mir aber auffällt, ist, das stelle ich mir noch schwierig vor, wenn du die ganze Zeit unterwegs bist, auch mit Mikey, natürlich die Visionen kommen, die Hände für genau. Die Clips, das sieht man hier auch, es ist enorm kunstvoll gemacht. Ja, aber wie haben wir denn das schlussendlich können realisieren? Das hat ja trotzdem wieder auch eine Crew gebraucht und einen Ort, wo wir sein können, weil die Kostüme machen und all das, oder bist du unterwegs auf einer Reise und hast die Kostüme genäht? Wie muss ich mir das vorstellen? Also, das Interessante ist, auf dieser Musikreise ist es wie, es fällt immer alles zum richtigen Zeitpunkt zusammen. Das heisst, zu der Zeit, wo die Vision von Lost gekommen ist und auch Wonderland, da haben wir auch dort in dieser Zeit gemacht, haben wir können, weil meine Mutter ist von Biel, mein Vater ist von Basel, haben wir dürfen in Biel fast 7 Monate in einem Apartment sein und uns dort mal schnell ein bisschen erholen, setzen, Biel erkunden, weil ich habe Biel nur als Jugendliche noch in Erinnerung hatte und habe dort ein bisschen Biel wieder neu entdeckt, auf die künstlerische Art. Und dann ist es auch losgegangen mit den Visionen. Und interessanterweise ist dann auch der Drehort von Lost ist in Solothurn, in einer alten Kläranlage, die jetzt abgerissen worden ist. Also es ist alles wie um das herum gewesen. Dort habe ich Kostüm gezeichnet, dort habe ich mit der Make-up-Artistin das besprochen, dass ich weiss möchte, dass ich weisse Augenbrauen möchte, dass man die Federn hier unten, die man sieht im Video, das ist nicht so geplant gewesen. Eben, das ist wirklich, wenn du lebst und in deine Situationen reingehst, erst dann manchmal findest du die Lösungen. Du kannst es vorher im Kopf nicht lösen, erst wenn du dich auf den Weg machst. Wo wir geschminkt haben an diesem Tag, ich habe kleine Augen. Und wenn du so riesige Federwimpern drauf machst, fallen meine Augen so zusammen, dass du meine Augen nicht mehr siehst. Und das ist natürlich nicht gegangen für den Clip.
Wir haben aber auch kein Budget gehabt, um vorher auszuprobieren, weil das kostet alles. Also müssen wir an dem Tag, wo wir drehen, tun wir es eigentlich auch das erste Mal ausprobieren. Ich weiss, das ist total crazy, aber wir vertrauen unserem Flow. Das hat eben mit Herzensvertrauen zu tun. Dann, als sie das draufkleben wollte, ist die Wimper runtergefallen, weil es so schwer war. Und es ist hier hängen geblieben. Und ich bin aufs WC, habe das wegmachen und sehe das im Spiegel und denke, oh mein Gott, wir machen es genau so. Und dann haben wir die Wimper unten angemacht und es ist so toll. Das klingt jetzt so nach einem richtigen Frauenthema. Darf ich mit dir noch mal ein bisschen, meine Wimper jetzt. Darf ich mit dir noch mal ein bisschen schnell in die Musik einsteigen? Ja, das Positive Music Power. Wie ist das zu verstehen? Wie setzt du, also Musik von mir aus gesehen, ist grundsätzlich etwas Positives? Ja, das sehe ich anders. Das kommt extrem auf den Artist drauf an. Positive Music Power ist wirklich, nehmen wir Lost. Lost ist ein schwieriges Thema, wir fühlen uns alle mal verloren. Ich kenne viele Lyrics und Songtexte, es hat mit Selbstreflexion zu tun. Also, ich habe den Lost-Song habe ich vor 3 Jahren geschrieben, die Lyrics. Und dort haben wir eine Situation gehabt, wo wir uns wirklich lost gefühlt haben. Und ich war von Leuten umgeben und in einer Situation, wo ich in den Spiegel geschaut habe. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, ich bin so lost und wir alle sind so lost. Wir hocken nur hier und wissen eigentlich gar nicht, was wirklich mit unserem Leben anfängt. Saskia, jetzt hast du mir so einen Steilpass gegeben, weil diese Frage habe ich mich fast nicht getraut zu fragen. Der erste Eindruck, den ich hatte, war, ich habe das Telefon abgelegt, habe von dir das Video anschauen und habe das Wort Positive Music Power drin gehabt. Und ich bin dann im ersten Moment ein bisschen verschrocken, ich fand, es ist noch happige Thematik, Punkt 1. Es ist auch in einer Tonart gemacht, die das unterstützt. Es, hat nicht, also es ist nicht jetzt Judi, hui, wir sind positiv. Weißt du? Ja, so, genau. Also, genau. Das ist so, weil ich mich wirklich so gefühlt habe, der Michael auch. Und wir haben nicht gewusst, wie kommen wir weiter, wie kommen wir vorwärts, wenn du als... Wir haben so ausgrenzt gefühlt, lost gefühlt und wie so ein bisschen im falschen Umfeld. Und dann habe ich die Lyrics geschrieben. Und dort zumal sind die Lyrics am Schluss noch gesehen, I am lost. Ich habe das wie auf mich reflektiert. Dann sind 3 Jahre vorbeigegangen, es sind verschiedene Sachen passiert, wir haben an uns geschafft. Ich habe meine alten Wunden aufgeschafft, ich habe Selbstreflexion gemacht, noch mehr. Und irgendwann dann eben in Biel ist der Song Lost plötzlich mir wieder im Kopf umhergeschwirrt und dann habe ich die Lyrics nochmal gelesen und plötzlich am Nachmittag habe ich gedacht, ich bin gar nicht lost, ich weiß, was ich will. Aber das Umfeld will mir einflüstern mit diesen Whispering Ghosts den ganzen Tag, dass ich lost bin. Dass wenn ich mich doch lost fühle, soll ich posten, soll ich ein bisschen in Party machen, soll ich doch ein bisschen konsumieren und dann fühlst du dich ja nicht mehr so lost. Oder? So, habe ich die Lyrics umgeschrieben in Positive Music Power. Das heisst, am Schluss gibt es die Auflösung, du bist nicht lost, aber du darfst dich gerne mal so fühlen. Aber es ist am Schluss, was du daraus machst. Dann nehme ich jetzt gerade von dir, das war für euch Saskia Stäubli, und schaut noch mal gut zu in den nächsten Sequenzen vom Video. Und ich bin gespannt, was ihr daraus macht. Does it seem?